Vielen Dank für die netten Worte. Auch ich darf Sie alle herzlich willkommen heißen, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste. Bevor ich heute auf das heutige Thema eingehe, möchte ich mich zunächst bei einigen Personen kurz bedanken, wie gerade eben auch schon passiert, die dabei geholfen haben, diese Veranstaltung auf die Beine zu stellen. Zunächst möchte ich mich bei den Teilnehmerinnen der Podiumsdiskussion für die Bereitschaft bedanken, den Weg nach Aachen gefunden zu haben. Sehr äußerst die Besten hier, ist auch nicht immer selbstverständlich, dass man sich dann die Reisen nachher aufnimmt. Also vielen Dank, Frau Sabine Leuthäuser-Schnappenberger als Antisemitismusbeauftragte des Landes NRW. Und vielen Dank auch an Herrn Peter Janko als Vertreter der jüdischen Gemeinde, dass Sie hier heute auf dem Podium sind. Wir sind bereits sehr gespannt auf Ihre Beiträge und auf die spannende Diskussion. Vielen herzlichen Dank dafür. Der Applaus gebührt Ihnen. Entschuldigung, wie gerade eben schon gehört, lässt sich erkrankt Deborah Hartmann als Direktorin der Gedenk- und Bildungsstätte Haus der Wannsee-Konferenz. Auch auf diesem Wege wünschen wir ihr alles Gute und gute Besserung. Zudem möchte ich mich ganz allgemein auch bei der jüdischen Gemeinde Aachen für die Bereitstellung der Räumlichkeiten bedanken. Das ist keine Selbstverständlichkeit und wir als DGB NRW Südwesten sind heute zum ersten Mal hier zu Gast und finden das als Privileg. Vielen herzlichen Dank dafür an dieser Stelle. Und wir hoffen, dass die Veranstaltung auch für Sie ein großer Erfolg ist. Zudem möchte ich mich bei den Unterstützerinnen der Veranstaltung bedanken, dem ASTA, dem Studierendenparlament und dem AK Politik der Kato Aachen, sowie bei Diskursiv Aachen, die für die Veranstaltung kräftig geworben haben und damit auch offensichtlich zum Erfolg der Veranstaltung beigetragen haben. Auch für euch gilt Applaus und vielen herzlichen Dank erneut. Abschließend möchte ich mich beim Zentrum für Antisemitismus und Rassismusstudien der Kato Aachen, speziell bei dir, Stefan, für die großartige Zusammenarbeit bei der Organisation der Veranstaltung bedanken. Wir haben das jetzt in kürzester Zeit, haben wir eine hochkarätige Veranstaltung auf die Beine gestellt und das war nur möglich durch eine reibungslose Zusammenarbeit. Vielen Dank an dieser Stelle dafür. Die breite Unterstützung für die Veranstaltung, die gerade erwähnt, und das hochkarätig besetzte Podium zeigen, dass über verschiedene politische Differenzen hinweg viele Organisationen und Einzelpersonen um die Verantwortung der Shoah wissen und bereit sind, Verantwortung für die Zukunft zu tragen. Allerdings beginnen wir hier bereits, den Kern des Problems auf den Grund zu gehen, nämlich dass sich bei einer Erinnerungskultur, die für die Zukunft Verantwortung tragen möchte, um eine komplexe politische und zeitliche Bewegung handelt, die allzu oft nur leere Hülle zu bleiben droht. Eine fruchtbare politische Erinnerungskultur muss heißen, eine Reflexion der Vergangenheit, die diese mit den Herausforderungen der Gegenwart konfrontiert, hieraus Handlungsmaximen für die Zukunft ableitet und die Erinnerung für kommende Generationen wachhält, eine Herausforderung, mit der sich alle Podiumsteilnehmerinnen in unterschiedlicher Weise konfrontiert sehen und auch viele von den Gästen, die hier sind. An dieser Stelle ist sicherlich auch darauf hinzuweisen, dass Frau Hartmanns explizit pädagogischer Blickwinkel auf Erinnerungskultur heute sicherlich eine Bereicherung gewesen wäre. Die Schwierigkeiten einer fruchtbaren Erinnerungskultur liegen lieber darin, nicht in der Erinnerung als Vergangenes zu verbleiben und damit die politische Dimension in der Gegenwart auszublenden, wie ganz konkret den aktuellen Antisemitismus im Iran, ebenso wie auch hier in Deutschland. Andererseits aber auch beim Übertrag der Erinnerungen in Gegenwart und Zukunft, die Vergangenheit nicht so zu verfälschen, dass sie nur noch als Steigbügelhalter der eigenen politischen Dogmen erhält. Die Schwierigkeiten des heutigen Abends liegen also darin, einerseits zu bestimmen, was die Erinnerung an die Shoah leisten muss, andererseits aber auch zu bestimmen, was sie überhaupt leisten kann, um als Erinnerung noch erkennbar zu sein. Vor dieser Herausforderung steht jedoch nicht nur das Podium des heutigen Abends, sondern auch der Deutsche Gewerkschaftsbund. Neben dem 1. Mai, dem Tag der Arbeit, ist der 1. September als Antikriegstag, der als Erinnerung an den Überfall der nationalsozialistischen Deutschlands auf Polen und damit den Beginn des Zweiten Weltkriegs begangen wird, einer der wichtigsten Tage im Kalender des Deutschen Gewerkschaftsbundes. Die Ereignisse seit dem 24. Februar diesen Jahres haben jedoch auch die Gewerkschaftsbewegung und ihren friedenspolitischen Auftrag vor gewaltige Herausforderungen gestellt. Die alte Parole, von der wir gerade schon gehört haben, nie wieder Krieg, die bereits vor 25 Jahren prominent wie umstritten
um ein nie wieder Auschwitz ergänzt wurde, sieht sich einer weiteren Bewährungsprobe gegenüber und manche Aktivistinnen analog hierzu zu einer schweren Zerreißprobe. Ebenso wie beim Pogromnachtsgedenken müssen auch wir uns die Frage stellen, wie wir unserem friedenspolitischen Auftrag gerecht werden können, ohne politische Dogmen und Phrasen zu verfallen. Wie können wir die Erinnerung an die Gräueltaten des Zweiten Weltkriegs wachhalten und der Gegenwart gerecht werden, ohne die gegenwärtigen Herausforderungen aus dem Blick zu verlieren und gleichzeitig die zukünftige Handlungsfähigkeit zu gewährleisten? Wie können wir als Gewerkschaftsjugend der Erinnerung gerecht werden, als Generation, die kaum noch eine Möglichkeit mehr hatte, mit Zeitzeugen ins Gespräch zu kommen? Oder um den Titel des heutigen Abends aufzugreifen, wie können wir erinnern, ohne in Wirklichkeit zu vergessen? Mit dieser äußerst komplexen und anspruchsvollen Fragestellung möchte ich nun an das Podium übergeben und wünsche allen Anwesenden einen interessanten und erkenntnisreichen Abend. Vielen Dank für eure bzw. ihre Anwesenheit und für euer Interesse. Vielen Dank. Guten Abend auch von meiner Seite. Ich freue mich außerordentlich, dass diese Veranstaltung natürlich zustande kommen konnte. Ich werde die komplette Danksagung sehr viel kürzer halten, als ich das ursprünglich geplant hatte, aufgrund dessen, dass meine beiden Vorredner das schon sehr ausführlich getan haben. Ich möchte noch einmal gerne kurz auf unser hochkarätiges Podium verweisen, bevor ich ein paar einleitende Worte sage. Ich freue mich außerordentlich, dass wir die Antisemitismusbeauftragte des Landes Nordrhein-Westfalen, Frau Leuthäuser-Schnarrenberger, bei uns haben, die vielen von Ihnen vermutlich auch noch als ehemalige Bundesjustizministerin in Erinnerung sein wird. Und zum anderen Peter Janku, einerseits von der jüdischen Gemeinde in Aachen und andererseits aber auch langjähriger Journalist, insbesondere für die Deutsche Welle, ein Sender, wo es, wir werden vielleicht darauf zu sprechen kommen, in den letzten Jahren auch gerade bezüglich unseres Themas die ein oder andere Debatte gegeben hat. Ich hatte geplant, mich weitgehend auf die Rolle des Moderators zu beschränken, nachdem aber leider Frau Deborah Hartmann wirklich ausgesprochen kurzfristig sehr zu ihrem Bedauern absagen musste, was uns nicht nur ein bisschen die pädagogische Perspektive vielleicht vermissen lässt, sondern zusätzlich auch noch eine spezifische israelische Perspektive, weil Frau Hartmann vor ihrer Zeit an der Gedenkstätte aus der Wannsee-Konferenz jahrelang in Yad Vashem, also in der zentralen Holocaust-Gedenkstätte in Israel, gearbeitet hat. Nachdem die uns quasi fehlt, werde ich ein bisschen in eine Doppelrolle schlüpfen müssen und also nicht nur moderieren, sondern auch ein wenig mitdiskutieren. Und nachdem wir ursprünglich geplant hatten, dass Frau Hartmann eine Art Einstiegsinput gibt, werde ich versuchen, zumindest einen Teil ihres Inputs nun hier zu gewährleisten. Ich kenne Frau Hartmann seit fast 30 Jahren und hoffe, dass ich das als sehr schlechter Ersatz einigermaßen hinbekommen werde, zumindest einige Punkte anzuweisen, die sie einleitend hier als Input geliefert hätte. Sie hätte zwei Dinge getan. Sie hätte zunächst einen schnellen Überblick nochmal in Erinnerung gerufen der unterschiedlichen Auseinandersetzungen mit der NS-Vergangenheit in Deutschland in den Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg bis zur heutigen Zeit Ihnen versucht zu präsentieren. Das will ich nun versuchen, relativ freihändig als Einstieg in die Debatte Ihnen zu gewährleisten. Und sie hätte zum anderen, was ich sicher nicht gewährleisten kann, Ihnen konkrete, auch pädagogische Projekte aus der unmittelbaren Gedenkstättenarbeit präsentiert. Aber vielleicht können wir in der Diskussion nachher hier am Podium und anschließend gerne auch mit Ihnen im Publikum auch darauf eingehen. Zunächst also einleitend ein paar in Erinnerung rufende Bemerkungen zur Aufarbeitung der Vergangenheit in der Bundesrepublik Deutschland. Natürlich ist es so, dass sich das über die Jahrzehnte sehr geändert hat. Es beginnt, denke ich, in den 1950er Jahren mit einem ganzen Jahrzehnt, das sehr stark von Abwehr, von Beschweigen, vom Nicht-Wahrhaben-Wollen und von Relativierungen geprägt ist. Ich lese mit meinen Studierenden, nicht nur hier an der Kato, sondern auch an der Universität, wo ich vorher tätig war, fast immer für diese Periode den bis heute ausgesprochen instruktiven Text von Theodor W. Adorno, was bedeutet Aufarbeitung der Vergangenheit. Der stammt bereits aus den 50er Jahren und dort wird, denke ich, bis zum heutigen Tag sehr präzise diese ganze Palette von Abwehrmechanismen, die in den 50er Jahren in der deutschen Gesellschaft noch mehrheitsfähig waren,
die die Gesellschaft im Mainstream geprägt haben, ausgemacht haben, sehr gut analysiert und kritisiert. Und diese Abwehrmechanismen spielen heute, denke ich, eine ganz andere Rolle, nicht mehr so große Rolle, aber sie sind nicht verschwunden und auch darauf werden wir in der Diskussion, wenn es um die aktuelle Situation geht, vielleicht zurückkommen können. Einige von diesen traditionellen Abwehrmechanismen, wie man sie aus den 1950er Jahren, aus dem Adenauer-Deutschland kannte, haben ein gewisses Revival erlebt, dadurch, dass wir seit zwei Legislaturperioden in Deutschland ja eine neue Entwicklung haben. Nämlich, wir haben wieder, muss man sagen, gleich am Beginn der Bundesrepublik war das ja auch der Fall, wieder eine Partei im Deutschen Bundestag vertreten, rechts vom klassischen Konservativismus, um es vorsichtig zu formulieren, die sich genau diese Schuldabwehr in einer recht traditionellen Form wieder zu eigen gemacht hat. Also die AfD ist eine Partei, die wohl nicht einzelne Fraktionen, sondern fraktionsübergreifend, also sowohl in dem völkischen Randreihenflügel als auch bei den vermeintlich gemäßigten Rechtspopulisten, wo in all diesen Flügeln von einem sogenannten Schuldkult die Rede ist. Und das ist tatsächlich eine Formulierung, wie man sie in den 80er und 90er Jahren tatsächlich nur in dezidiert rechtsextremen und neonazistischen Kreisen kannten. Heute ist das eine Formulierung, die von einer der größten Oppositionsparteien im Deutschen Bundestag nicht nur gebraucht wird, sondern diese Begrifflichkeit findet auch Niederschlag in den Wahlprogrammen, in den Landes- und Bundeswahlprogrammen von dieser Partei. In den 1960er Jahren beginnt, denke ich, ein Aufbrechen dieser flächendeckenden Abwehr. Wir haben zwei wichtige Entwicklungen. Zum einen Anfang der 60er Jahre die großen Auschwitz-Prozesse, wo erstmals 1945 gesamtgesellschaftlich wahrnehmbar ein Beginn einer Auseinandersetzung mit den Massenverbrechen des Nationalsozialismus stattfindet und eben nicht nur mit dem Krieg und dem Vernichtungskrieg, sondern explizit mit der Shoah, mit der Massenvernichtung an den Juden und Jüdinnen. Und Ende der 60er Jahre, eigentlich schon einsetzend Mitte der 60er Jahre, haben wir die aufkommende Studierendenbewegung. Es beginnt eine Art Generationenkonflikt, wo die Jüngeren stark thematisieren, genau dieses Beschweigen, diese Abwehr, die sie in den 1950er Jahren prägen. Davon ausgehend, und Sie merken, ich verkürze das sehr, ich versuche das quasi nur schlaglichtartig nochmal in Erinnerung zu rufen für unsere Debatte, davon ausgehend haben wir in den nächsten Jahrzehnten, in den 1970er, 80er und 90er Jahren, zentrale vergangenheitspolitische Auseinandersetzungen, die, denke ich, bis in die heutige Zeit hineinwirken. Wir haben in den 1970er Jahren eine gewisse Besonderheit, wir haben in den 1970er Jahren einen Abwehrdiskurs von links. Wir haben in den 1970er Jahren im sogenannten Roten Jahrzehnt der Bundesrepublik viele linksradikale und linksextreme Gruppierungen, die eine ganz eigene Form von NS-Relativierung in die Welt setzen, die, denke ich, auch in aktuellen Debatten weiterhin eine Rolle spielt. Wir haben in den 1980er Jahren die Geschichtspolitik der konservativ-liberalen Koalition, insbesondere von Helmut Kohl, Schlagworte Historikerstreit, Diskussionen um Bitburg, wo Helmut Kohl und Ronald Reagan das Grab auch von Waffen-SS-Soldaten besucht haben. Diese Debatten ziehen sich über die Wiedervereinigung hinweg. Bei der deutschen Wiedervereinigung gibt es, denke ich, muss man aus heutiger Sicht sagen, eine relativ kurze Phase einer starken Renationalisierung, die wieder mit Rückgriffen auf so Debatten aus den 50er Jahren einhergeht. Und das führt in den 90ern zu weiteren zentralen vergangenheitspolitischen Auseinandersetzungen. In den 90er Jahren die Goldhagen-Diskussion, wo es also um die Frage der Involviertheit der ganz normalen Deutschen in die Massenverbrechen des Nationalsozialismus geht. Wir haben in den 1990er Jahren die Diskussion über die Wehrmachtsausstellung, die, ich kann mich noch gut daran erinnern, für Leute, die sich intensiv mit dem Nationalsozialismus beschäftigt haben, merkwürdig anmutete, weil wenn man sich intensiv damit beschäftigt hat, war das Common Sense, Common Knowledge, dass natürlich die Wehrmacht bis über beide Ohren in die Massenverbrechen des Nationalsozialismus involviert war. Aber bei dieser Wehrmachtsdebatte ist das eben gesamtgesellschaftlich zum ersten Mal wirklich breit diskutiert worden und stärker ins Bewusstsein gekommen. Sie haben dann auch noch in den 90er Jahren die sogenannte Walser-Bubis-Diskussion. Und letzten Endes, würde ich sagen, mündet das dann ab der erstmaligen rot-grünen
Koalition, die dann in die Merkel-Jahre quasi übergeht und überleitet, in eine neue Form, in eine breit durchgesetzte Form des Umgangs mit der nationalsozialistischen Vergangenheit, die gerade nicht mehr vom Beschweigen gekennzeichnet ist, sondern die etwas polemisch formuliert von einem Dauergespräch über den Nationalsozialismus gekennzeichnet ist. Und die Frage, die auch im Titel der heutigen Veranstaltung zugrunde liegt, erinnern als höchste Form des Vergessens, Fragezeichen, die Frage bei dieser neuen Form, die bis heute, denke ich, vorherrschend ist, der Auseinandersetzung mit der Vergangenheit, ist aber, ob es daran nicht durchaus auch einiges zu kritisieren gibt. Ob es also reicht, dass es in gewisser Weise, einleitend wurde das auch schon gesagt bei den Begrüßungsworten, diese ritualisierten Formen der Erinnerung gibt an Gedenktagen, 9. November, 8. Mai, 27. Januar, Jahrestag der Befreiung von Auschwitz. Nichtsdestotrotz, denke ich, haben wir seit Ende der 1990er Jahre genau diesen Stand, dass es eine durchgesetzte Form von breiter Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus gibt. Aber gegen diese weitgehend durchgesetzte Form gibt es durchaus eine Reihe von auch aktuellen Angriffen in der Gedenkpolitik. Und das findet statt vor dem Hintergrund von Debatten der letzten 20 Jahre, würde ich sagen. Wir haben seit Anfang der 2000er Jahre, um es konkreter zu formulieren, seit 9/11 und seit der zweiten Intifada in Israel, eine Ausweitung der Debatte über die Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus und bei der Diskussion über den nationalsozialistischen Antisemitismus durch diese beiden zentralen Ereignisse, der Anschlag von 9/11 und die zweite Intifada in Israel und die Reaktionen in Deutschland und in Europa darauf, haben wir seit den letzten 20 Jahren eine heftig politisch sehr kontrovers geführte Diskussion darüber, welche Rolle spielen der islamische und islamistische Antisemitismus und welche Rolle spielt ein israelbezogener Antisemitismus, nicht nur prinzipiell und gesamtgesellschaftlich, sondern welche Rolle spielen die auch bei der Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus. Eine der weiteren Fragen, also die wir gerne diskutieren würden, ist genau das: Müsste es heute nicht bei der Auseinandersetzung mit traditionellen nationalsozialistischen, auch aktuellen rechtsradikalen Antisemitismus immer auch eine Debatte um das Verhältnis dieser Form des Antisemitismus zu anderen Formen des Antisemitismus geben? Um gleich zum Schluss zu kommen, ich denke, in der Gegenwart aktuell haben wir aus unterschiedlichen Richtungen Formen von Angriffen auf so eine Gedenk- und Erinnerungskultur. Ich habe die AfD schon erwähnt, die, glaube ich, paradigmatisch für eine rechts vom klassischen Konservativismus stehende Positionierung steht, die also wirklich ganz traditionell diese Schuldabwehr wieder versucht zu betreiben und in einer Form wieder gesellschaftsfähig macht, die man eigentlich nicht mehr für möglich gehalten hat. Ich erinnere an eine der aktuellen Bertelsmann-Studien, dieses Jahr veröffentlicht, wo man sieht, dass in zwei Bereichen der antisemitische Aussagen besonders hohe Zustimmung haben, und das ist ein Vorgehens gegen Palästinenser mit dem Nationalsozialismus, ein Paradebeispiel für israelbezogenen Antisemitismus. Und die zweite Form ist tatsächlich der Schuldabwehr-Antisemitismus. Und das wäre ziemlich sicher ein Ergebnis gewesen, das wir vor 10 Jahren, bevor die AfD so stark geworden ist, so nicht mehr gehabt hätten. Also das ist wirklich ein Zurückgehen um Jahrzehnte in diesem Bereich. Aber es gibt nicht nur diese rechten Angriffe auf eine Erinnerung an den Nationalsozialismus, an eine geschichtsbewusste Erinnerung an den Nationalsozialismus, sondern gerade die letzten 2-3 Jahre haben wir eine starke von links kommende Diskussion im Rahmen von sogenannten postkolonialen, vorher auch schon poststrukturalistischen und postmodernen Theorieansätzen, wo quasi aus einem sich selbst als links verstehenden Diskurs eine Nivellierung, ein Abstreiten der Besonderheiten, der Einmaligkeit will ich gar nicht sagen, der Präzedenzlosigkeit der Shoah und des Holocaust formuliert wird. Ganz explizit hat man das bei den Diskussionen in den letzten Monaten um die Documenta 15 gesehen, die sehr stark von genau solchen theoretischen Richtungen, gerade im Postkolonialismus, geprägt waren. Dort ging es ganz zentral darum, eine Gleichberechtigkeit im Erinnern einzufordern, die in Wirklichkeit so niemand abgestritten hat,
Aber die Stoßrichtung geht dahin, die Präzedenzlosigkeit der Massenverbrechen des Nationalsozialismus explizit zu bestreiten und das Ganze quasi einzuebnen und in einen allgemeinen Diskurs über Kolonialverbrechen zu subsumieren. Und die dritte Form des Angriffs, und damit komme ich auch schon zum Schluss dieser einleitenden Worte, die dritte Form sehe ich im Rahmen der Migrationsgesellschaft. Das ist etwas, was man auch in unserer unmittelbaren Praxis kennt, wenn man so angehende Sozialarbeiter und Sozialarbeiterinnen ausbildet, aber ich kenne das auch aus anderen Bildungskontexten, von Leuten mit einem spezifischen Migrationshintergrund, also insbesondere aus der Region des Nahen und Mittleren Ostens, gibt es eine relativ häufige Form der Abwehr, der Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus, die man im Großen und Ganzen so zusammenfassen kann, was hat das mit mir zu tun? Und das scheint mir eines der zentralen aktuellen Probleme, der zentralen Herausforderung auch für einen pädagogischen Umgang mit der Erinnerungsarbeit zu sein und eins, wo ich gar nicht so hoffnungslos bin, weil meine Erfahrung mir zeigt, dass es gar nicht so schwer ist, solchen, in der Regel ja jungen Menschen, zu vermitteln, dass diese Geschichte sehr viel mit ihnen zu tun hat. Was das im Einzelnen bedeutet, inwiefern man also eine Art Globalgeschichte der Erinnerung in Bezug auf den Nationalsozialismus, also nicht in Bezug auf den Kolonialismus oder Nationalsozialismus, sondern integriert wird, inwiefern man so eine Globalgeschichte der Erinnerung an den Nationalsozialismus stark machen kann, das wäre ein weiterer Punkt, über den ich gerne heute diskutieren würde. Und dann bin ich mir ganz sicher, dass wir auch, der Kollege vom DGB hat es freundlicherweise schon angesprochen, auf globale aktuelle Phänomene zu sprechen kommen werden. Dann das als wirklich allerletzter Punkt. Das ist tatsächlich etwas, was ja interessanterweise in fast all diesen Gedenkreden zum 9. November, zum 8. Mai, zum 27. Januar fast immer fehlt. Zum Beispiel der Antisemitismus eines Regimes wie im Iran. Das ist nicht nur ein Steckenpferd von mir und deswegen erwähne ich das jetzt gleich, sondern ich denke, es ist sachlich notwendig, wenn man über eine aktuelle Kritik des Antisemitismus spricht, dann auch global zu schauen, was sind denn eigentlich heute die maßgeblichen Protagonisten davon. Und da landet man sehr schnell bei einem Regime wie dem iranischen, das in traditioneller Hinsicht antijüdisch ist, das aber vor allem antisemitisch ist dahingehend, dass es in nahezu all seinen Ausprägungen erstens den Holocaust leugnet und zweitens dem Staat der Holocaust-Überlebenden und ihrer Nachkommen, also dem jüdischen Staat Israel, ganz offen und ebenfalls in all seinen Schattierungen und Fraktionierungen mit der Vernichtung droht. Und das ist tatsächlich eine Frage, die der ganzen Konzeption auch dieser Veranstaltung zugrunde gelegen ist. Warum spielt sowas, was so offensichtlich ist, in den deutschsprachigen Debatten auch über aktuellen Antisemitismus und über Lernen aus der Vergangenheit eine, na, zumindest untergeordnete Rolle, in Wirklichkeit eigentlich so gut wie gar keine Rolle? Das wäre es zunächst einmal von meiner Seite. Ich hoffe, wir schaffen das jetzt, auch wenn der Part von Frau Deborah Hartmann schmerzlich fehlen wird, in eine Diskussion darüber zu kommen, und würde gleich, ich setze mich gleich zu Ihnen, vielleicht als erstes Herrn Janku von der jüdischen Gemeinde fragen, wie er diese Zusammenhänge sieht, was seine Erfahrungen sind, einerseits aus der jüdischen Gemeinde Aachen, gerne aber auch die Erfahrungen aus seiner Arbeit als langjähriger Journalist, unter anderem bei der Deutschen Welle. Was sind Ihre Erfahrungen und Eindrücke diesbezüglich? Ladies first eigentlich, aber ist okay. Wir hatten uns das so überlegt, dass das so sinnvoll wäre inhaltlich, aber Sie können das gerne auch tauschen. Ich rede hier als Mitglied dieser jüdischen Gemeinde, und als Jude interessieren mich Ihre Fragestellungen sehr. Also es sind wirklich, das Wort hochkarätig ist hier gefallen worden, und es ist in der Tat, es sind Fragen, die uns, die brennend sind für uns eigentlich, für Juden, die in Deutschland leben, egal ob Journalisten oder nicht Journalisten. Nämlich, was ist das mit diesem Anwachsen des Antisemitismus? Inwiefern verbindet sich das mit dem Gedenken an den Holocaust und an die Ritualisierung dieses Gedenkens? Und die Fragestellung, Ihre Fragestellung, Herr Professor Gligert, bezüglich der Verknöcherung
dieses Gedenkens ist sehr spannend und sehr wichtig. In der Tat, wir bemerken, dass in den letzten Jahren die Diskussion irgendwie entgleist. Und wir merken auch, dass es ein Problem gibt mit dem Erinnern. In der Tat haben wir bestimmte Daten, da treffen wir, kommen wir zusammen, wie heute, am 8. November, am Vortag des 9. November, und diskutieren, und dann gehen wir nach Hause und fühlen uns wohl und haben den toten Juden gedacht. Was ist aber mit den lebenden Juden? Den lebenden Juden in Deutschland und den lebenden Juden in Israel. Über die Iraner, von denen Sie gerade gesprochen haben, Ayatollahs, sagen, sie sind schlimmer als die Nazis, aber die Nazis, die haben gar nichts getan. Und da fragt man sich, was ist dieser Wahnsinn? Können wir irgendwann mal den Grundsatz der Nichtwidersprechung respektieren? Die haben postmoderne, poststrukturalistische Versuche, die Diskussion so zu drehen, dass in den postkolonialen Studien, dass die Sache mit dem Holocaust ja nicht so einmalig ist. Aber diese Poststrukturalisten und postmodernen Leute sind ja Relativisten. Für die ist alles relativ. Wieso können sie so fantastisch auf einmal absolut sagen, der Holocaust ist nichts Besonderes? Was mich berührt, ist auch die Tatsache, dass wir in Deutschland zwar viele, viele Anstrengungen gemacht haben. Deutschland hat wirklich in der Tat eine ganze Menge geleistet. Und man müsste schon dem deutschen Establishment, sagen wir mal so, danken dafür, dass man wirklich investiert und versteht, wie wichtig es ist. Verstehen wir, wie wichtig es ist? Wenn wir uns umschauen, dann sehen wir in der Welt, dass ein Krieg in Europa, den wir für undenkbar gehalten hatten, so lange Zeit, wieder möglich ist, unter dem Vorwand der Entnazifizierung der Ukraine. Das ist heller Wahnsinn, ja? Die Ukraine hat einen jüdischen Präsidenten. Heller Wahnsinn. Wir sind in totalen Widersprüchen. Wir sollten die Sachen zurecht biegen, gerade biegen und dem Widerspruch entgegentreten und sagen, was ist wirklich Sache? Sache ist, in Deutschland sind 6 Millionen Juden umgebracht worden. Sache ist, dass das ein einmaliger Zivilisationsbruch war. Sache ist, dass das ein großes Problem für die deutsche Gesellschaft ist, nicht erst seit heute, sondern wie Sie ja, Professor Gegert, gesagt haben, seit den 50er Jahren, obwohl es verschwiegen worden ist. Und Sache ist, dass wir in Deutschland, jetzt nehme ich uns alle zusammen, verschiedene Sachen versuchen, um dieser Provokation sozusagen, diesem Skandal gerecht zu werden. Aber was wir machen, reicht nicht, offensichtlich, weil wir immer mehr Antisemitismus haben, weil wir in der politischen Diskussion sehen, dass wir nicht das Richtige tun. Was ist zu tun? Es ist zu tun, dass wir uns, dass wir der Erinnerung etwas Leben einfügen. Es geht hier nicht nur um die Leute, die damals Opfer gewesen sind, es geht auch um ihre Nachkommen, um die nachfolgenden Generationen. Etwas befremdlich für mich war die ganze Diskussion der letzten Jahre, als ich immer wieder gehört habe, oh weh, die Überlebenden sterben uns weg. Was machen wir? Naja, es gäbe hier eine Lösung sozusagen. Es gibt keine, natürlich. Die Natur ist unerbittlich.
Aber die Überlebenden der ersten Generation sind nicht die einzigen Überlebenden, auch ihre Nachkommen sind Überlebende. Ihre Traumata sind vielleicht ebenso schlimm, vielleicht schlimmer, da wo die Überlebenden zum Beispiel eine gute, behütete Kindheit hatten, hatten die Leute der zweiten oder der dritten Generation diese nicht vielleicht, weil sie aus Elternhäusern stammen, die selber traumatisiert waren durch die Shoah. Wieso rufen wir diese Leute nicht, um mit ihnen zu reden? Wieso können wir nicht jüdische Menschen auffordern, über ihre Erfahrungen, ihre lebendigen Erfahrungen reden und der Erinnerungskultur etwas Totes gedenken? Ein totes Gedenken, dass die Leute mürbe und müde und widerwillig macht. Und das nutzen dann die Extremisten aus. Und hier ein weiteres Ding, das befremdlich ist, ist, dass man dem Rechtsextremismus so viel Raum einräumt in der Diskussion, aber den eigentlichen bedrohlichen Entwicklungen der letzten Zeit kaum. Ja, den linksextremistischen Antisemitismus, der die Diskussion und die politische Diskussion dominiert, und dem islamistischen Extremismus. Wenn man die Juden befragt und wirklich wissen will, ob sie sich bedroht fühlen in Deutschland, dann werden sie zu groß. Es wird immer zwei Juden, fünf Meinungen natürlich, aber es wird immer eine übereinstimmende Meinung geben, und zwar, dass Islamisten als bedrohlich empfunden werden und ihr Antisemitismus ebenso. Ja? Und dass die Art und Weise, wie Linksextreme beschwichtigend da agieren und den islamistischen Antisemitismus herunterspielen und die Politik das auch tut, das ist eine lebendige Diskussion, eine lebendige Erinnerungskultur. Hier kommen wir der Realität nahe, nicht der Ideologie. Das, glaube ich, war das große Problem Deutschlands nach den 40er, 50er Jahren. Die Diskussion zum Thema Shoah und Antisemitismus ist immer extrem ideologisiert worden. Man hat Angst gehabt davor, die Sachen wahrheitsgemäß zu besprechen, die Wahrheit zu sagen. Und man hat Angst vor der eigenen Vergangenheit gehabt, vor der eigenen Gegenwart und auch vor der Zukunft. Und dann hat man das alles verknöchert, denn man hat es ideologisiert. Man sollte wirklich zurück zur Realität kommen. Zurück zur Realität. Vielen herzlichen Dank. Auf Studien, es gibt ja, Sie haben die Erfahrung von Juden und Jüdinnen in Deutschland angesprochen, es gibt dementsprechende Umfragen bei dem Aspekt, den Sie vollkommen zu Recht genannt haben, dass da hauptsächlich nicht traditionelle Rechtsextreme als Bedrohung wahrgenommen werden, muss man allerdings dazu sagen, da geht es um sowas wie die Alltagserfahrung. Also da sind die Fragestellungen in der Regel darauf gerichtet, wie ist das, wenn Sie zur Schule gehen, wie ist das, wenn Sie im Alltag unterwegs sind. Nicht gemeint ist damit sowas wie Sicherheit bei der Synagoge. Also Sie wissen alle, der Anschlag von Halle, das war natürlich ein ganz traditioneller Rechtsradikaler. Und diese Gefahr ist dadurch natürlich nicht weg. Das nur vielleicht als kleine Ergänzung. Also da müssen wir nochmal diese zwei Ebenen, denke ich, unterscheiden. Die Untersuchung jedenfalls bei den Fragestellungen zählen auf diese Alltagserfahrung. Und da ist das Ergebnis tatsächlich so eindeutig, wie Herr Jank das eben beschrieben hat. Frau Leuthard-Schnabenberger, Sie sind seit Jahren in zahlreiche Projekte involviert in der Bekämpfung des Antisemitismus. Sehen Sie dieses Problem der nicht genügenden Beachtung von aktuellen Ausprägungen in dieser Gedenkpolitik? Also erstmal recht herzlichen Dank, dass ich hier dabei sein darf und gerade auch nach den beiden jetzt, Statements oder auch Referaten eines gerne mal gleich voransagen möchte. Ja, eine Erinnerungskultur ist unverzichtbar,
Deutschland wird als Erinnerungsweltmeister manchmal bezeichnet, jedenfalls in anderen Ländern. Spät begonnen, aber dann sehr intensiv. Und ich möchte nicht so ein ganz allgemeines Urteil abgeben, dass nun die gesamte Erinnerungskultur, das, was zum Erinnern mit Gedenkstätten, aber auch mit vielen Gesprächen gemacht wird, auch von vielen jungen Menschen ja mit eingebracht wird, alles nur verknöchert ist und alles nur von gestern und vorgestern ist. Ich glaube, es ist eine doch deutliche Dynamik in den letzten Jahren entstanden. Gerade junge Menschen interessieren sich nicht nur für das, was seit 1933 und dann natürlich nochmal mit dem 9. November 1938 beginnend die Vernichtung von Juden in der deutschen Geschichte an einzigartigen Menschenheitsverbrechen geschehen ist. Sie wollen es einordnen. Sie wollen es einordnen, einmal aufgrund lokaler, regionaler Bezüge. Das spielt für Sie nach meinen Erfahrungen eine ganz, ganz große Rolle, weil Sie nicht nur sagen wollen, ah, hier ist ein Stolperstein, hier sind Juden abtransportiert, umgebracht, erschossen worden. Nein, weil Sie daran anknüpfen, Ihre Reflexion darüber, was heißt das denn heute? Kann das heute so passieren, dass ich wegen eines Glaubens, wegen meiner politischen Überzeugung auch in Gefahr gerate, dass mir da nicht nur Kritik entgegenschlägt, sondern vielleicht sogar nach Hetze, nach Hass, nach Beschimpfung auch Gewalt. Und die Schritte sind ja nicht ganz so groß, dass man sagen kann, alles was so mal geäußert wird, das ist ja nicht so gemeint, da passiert ja nichts, nein, das zeigen ja sehr wohl die Erkenntnisse. Und Sie haben ja eben, Herr Griegert, schon gesagt, ich habe auch eine Problembeschreibung in Nordrhein-Westfalen im Jahr 2019, 20 durch Befragung Mitgliedern jüdischer Gemeinden durchgeführt. Und da war die subjektive Wahrnehmung, die Sie geschildert haben, nämlich einer größeren Gefahr durch islamistisch motivierten, begründeten Antisemitismus und nicht dieses Erleben darin, was sich eigentlich in Statistiken niederschlägt, nämlich doch ein Großteil, 80-85% rechtsextremistisch begründeter auch Straftaten, die man dann als antisemitisch bewertet und so in der Statistik festhält, mit allen Unsicherheiten, die das gegeben ist. Aber das kann man nicht verkehren ins Gegenteil, also dass das jetzt nur 15% wären. Und die religiös motivierten jetzt Straftaten, wohlgemerkt, ich rede nicht von dem, was an Auffassung, an Ideologien in unserer Gesellschaft ist, an Straftaten sich eben sehr noch diesem Bereich zuwenden, dem rechtsextremen Bereich zuzurechnen ist. Aber wir erleben natürlich gerade mit einer Partei, die nicht nur Schuldabwehr, sondern Schustrich und eine Umkehr eigentlich auch des Umgangs mit Antisemitismus möchte, jetzt reicht es mal langsam, die natürlich diesen sekundären Antisemitismus vertritt, im Umfeld auch von dieser Partei vertreten wird und die Einordnung ja mit dem Gauland-Zitat des Fliegenschisses in der großen, glorreichen Geschichte des Deutschen Reiches ja nun nochmal auch den Stellenwert deutlich gemacht hat. Das war, ich will jetzt nicht sagen, ein Tabubruch, aber das war was ausgesprochen, was natürlich, denke ich, schon in Teilen eben auch aus diesem Umfeld als Auffassung vorhanden war. Und ich glaube, das ist nochmal ganz anders sichtbar geworden, jetzt in den auch Auseinandersetzungen und vor allen Dingen darin, dass eben in Teilen dieser politischen Partei ein völkische Ideologie vertreten wird, die eben nahtlos ziemlich anknüpft an auch die Ideologie während des Nationalsozialismus. Das haben wir bei allen mit NPD und anderen Parteien, das haben wir in der Form nicht erlebt, weil es eine Partei ist, die jetzt in allen Landtagen vertreten ist, zweistellig, durchgängig und zwar im hohen zweistelligen Bereich, auch in manchen östlichen Bundesländern. Und das hat schon nochmal einiges verändert. Auch verändert dahin, dass da natürlich ganz klar vertreten wird, das erleben wir ja auch in Landtagen, eigentlich gibt es nur den islamistischen Antisemitismus. Und das sieht man doch, wenn man sich dagegen wendet
Und wenn man sich generell wendet dagegen, dass wir hier überfremdet werden durch so viele Menschen aus anderen Ländern mit dann eben auch großenteils einer anderen Religion, wenn man sich dagegen wendet, ist man doch der beste Freund von Jüdinnen und Juden, weil dann wehrt man ja die größte Gefahr ab. Und das ist ja eine ganz gefährliche Argumentation, die ja natürlich instrumentell genutzt wird, um damit auch einmal irgendwo anzudocken, auch in anderen Teilen der Gesellschaft, die sie sonst nicht erreichen würden. Also ich sehe jetzt nicht nur ein totes Gedenken, sondern ich sehe gerade auch durch viele junge Leute, aber auch durch eine zunehmende pädagogische Bearbeitung dessen, was Gedenkstätten anbieten können und leisten können, schon eine Entwicklung eher, sag ich mal, in einem positiven Sinne. Aber natürlich darf 9. November gerade, das ist ja nicht zu so einem ritualisierten Tag werden, wo nochmal alle Zahlen genannt werden und einem das natürlich alles nochmal vor Augen geführt wird, sondern ich glaube, wir müssen wirklich, Herr Grigert, Sie haben das ja auch gesagt, wir müssen natürlich die Debatte hier einbetten in das, was sonst an Diskussionen dort stattfindet. Und eines hat uns ja gezeigt, aber ich gar nicht so weit zurückzugehen, nur bis zum Jahr 2021, als die Hamas Raketen auf Israel geschossen hat, gab es hier sofort in einer Zahl im Mai 2021 Demonstrationen vor Synagogen, Israel-Fahnen verbrennen, Parolen rufend, teilweise genehmigt, teilweise nicht genehmigte Demonstrationen, Existenzrecht Israel natürlich nicht nur leugnen, sondern nieder mit Israel und so weiter, in einer Form, dass man wirklich hier sieht, diese Debatte, die findet auch genauso hier statt. Und die findet auch genauso an Schulen statt, teilweise mit, sagen wir mal, Herausforderungen auch für Lehrkräfte, die da nicht unbedingt so drauf vorbereitet sind und wo man aber nicht in einer Situation, wo man sagen kann, jetzt machen wir mal was ganz anderes, darüber reden wir jetzt hier nicht, da haben wir jetzt keine Zeit dazu. Also wir haben diese Debatten hier, die, wenn es, jetzt habe ich Nahost angesprochen, also Hamas, Terrororganisation, die Israel beschießt, aber natürlich müssen wir den Iran sehen, den Todfeind Israels. In der Politik spielt sie insofern eine Rolle, dass ja, und das sehe ich nicht nur als ein Ritual, gerade nicht, wenn ich an die frühere Kanzlerin Angela Merkel denke, dass das Existenzrecht Israel eine Staatsräson ist und deshalb auch ganz klar hier eine Gewichtung auch der Politik formuliert wird, die nicht von allen geteilt wird in der Politik. Ganz klar gibt es ganz andere Bestrebungen. Und umso schlimmer ist es, wenn ein Abbas hier steht in Deutschland, sagen kann, täglich findet Holocaust am Palästinenser statt und dem wird nicht widersprochen. So, und das ist etwas, was mich sprachlos macht. Man kann immer sagen, man hat mal eine Situation nicht erfasst, aber hier, es geht so ans Eingemachte, dass man das nicht sagen kann, dass man sich damit ja doch beschäftigt und sagt, ja, warum ist das vielleicht immer noch nicht dieser Versuch umzudeuten oder den Holocaust jetzt wirklich nicht mehr bezogen auf Juden zu sehen, sondern generell, wenn Menschen in anderen Regionen auch unterdrückt werden, unzweifelhaft gibt es, dass Menschenrechtsverletzungen stattfinden, ja, die nehmen überall zu, aber diese, wie haben Sie so schön gesagt, Herr Krieger, diese Präzedenzlosigkeit des Holocaust, damit natürlich weggenommen werden soll, sondern jetzt nach dem Motto haben wir 84 Jahre lang, 83 Jahre lang haben wir jetzt Holocaust gemacht mit Blick auf Juden, das reicht jetzt mal, jetzt sind mal die anderen dran und das ist etwas, was ich mit ganz großer Sorge sehe. Ich habe es jetzt mal so ein bisschen flapsig und einfach formuliert, aber das findet ja in unterschiedlicher Form statt und dann sind wir auch bei der Documenta, die man da auch einordnen kann mit dem, was wir dort erlebt haben und wo ja auch die Reaktionen am Ende richtig, aber viel zu langsam, viel zu mühsam, ohne ganz klare Haltung sich gezeigt haben. Und das alles, glaube ich, ist ein Grund, warum auch eine solche Beunruhigung bei Jüdinnen und Juden da ist in Deutschland, weil da fehlt einfach manchmal in gewissen Situationen, ich will es jetzt nicht zu pauschalisieren, weil das nicht gerecht wäre und nicht richtig wäre, aber es fehlt einfach eine sofort sehr klare Haltung und Bekenntnis und
Verurteilung gewisser Verhaltensweisen und auch Äußerungen. Und das lässt einfach auch Zweifel hochkommen, wie stark diese Auffassung auch Antisemitismus in jeder Form, egal aus wie er motiviert und begründet ist, zu bekämpfen. Und dass das schwieriger geworden ist durch auch den israelbezogenen Antisemitismus, das halte ich für die schwierigste Auseinandersetzung, die geführt wird, geführt werden muss, in der Abgrenzung zu einer berechtigten Israel-Kritik, Kritik an dem Staat, brauche ich ja gar nicht drüber zu reden, kann man natürlich üben, aber warum ist der einzige Staat Israel, dem man das Existenzrecht abspricht, aber über Iran nicht redet. Also das stimmt die Gewichte nicht, da wird noch nicht alles in den Blick genommen. Und ich kann jetzt mal vielleicht für meine konkrete Arbeit sagen, dass das natürlich auch ganz schwierig ist und einfach von, ich sag mal, einem Büro, wir haben 3,5 Mitarbeiter und wir haben ja die Aufgabe zu versuchen, Präventionsmaßnahmen zu koordinieren, Anregungen zu geben, aber selbst es ja nicht betreiben können, sondern sehen müssen, was kann Bildung leisten, was kann Pädagogik leisten, wo gibt es da Defizite, wo gibt es strukturelle Defizite und die gibt es nicht nur in der Auseinandersetzung, in dem Wissen auch um Hintergründe für eine Auseinandersetzung. Die gibt es dann eben in meinen Augen auch dann, wenn nicht sichergestellt ist, dass wirklich in Ausbildungen, gerade in den Berufen, die sich dann damit auch beruflich zu befassen haben, das ist der Bildungsbereich, Lehrkräfte, aber das ist auch die Juristerei, auf die ja nicht alles abgeladen werden kann, aber die natürlich auch klar ihre Linien ziehen muss. Da sind wir bei der Volksverhetzung, Verhandlung des Holocaust. Ich war damals Ministerin, als es unter Strafe gestellt wurde. Es war eine unglaublich damals kontroverse Debatte. Das können wir alles nicht machen. Das war aber dann verfassungskonform. Da hat man gesagt, das sei verfassungswidrig. Und heute haben wir die Situation, dass wir uns als Juristen damit beschäftigen müssen, ob die Verwendung des gelben Sterns mit dem Aufdruck ungeimpft eine Verharmlosung des Holocaust ist, was ja von Gerichten sehr unterschiedlich bewertet wird und auch wieder, glaube ich, zu Unverständnis dann auch bei den Jüdinnen und Juden führt, weil in meinen Augen ist das so eindeutig eine Verharmlosung des Holocaust, dass ich gar nicht weiß, warum man da 5 Seiten dann schreibt, um zu sagen, das ist einfach eine politische Meinung, eine politische Äußerung und da gilt die Meinungsfreiheit. Und deshalb gehört das zum Diskurs eben dazu. Also ich will den Diskurs, ich will die Auseinandersetzung, ich will aber auch die klaren Grenzlinien. Und das ist etwas, was mich in meiner Tätigkeit eben auch sehr beschäftigt. Vielen herzlichen Dank. Wollen Sie direkt dazu, sonst hätte ich da gerade eine Nachfrage. Gut, eine Anmerkung vielleicht nochmal zu den Statistiken und eine unmittelbare Nachfrage. Sie haben natürlich recht mit den Statistiken, dass die Statistiken, die vor allem ja von der Polizei und den Strafverfolgungsbehörden geführt werden, eine sehr deutliche Sprache sprechen, die sagen, die überwiegende Mehrheit von antisemitischen Straftaten, sowohl Übergriffen als auch Beleidigungen, Schmähungen, was es alles gibt, sei rechtsextrem. Ich denke aber, man muss schon dazu sagen, dass es an diesen Statistiken massive Kritik gibt, sowohl vom Zentralrat der Juden als auch zum Beispiel von Ihrem Kollegen Samuel Salzborn in Berlin, die immer wieder darauf hinweisen, dass die Polizei ihre Praxis wirklich überdenken muss. Weil alles, was nicht unmittelbar auf den ersten Blick als linksextrem oder islamistisch eingeordnet wird, fällt in die Kategorie rechtsextrem. Und das führt so zumindest die Kritik von jüdischen Gemeinden, vom Zentralrat, auch von Antisemitismusbeauftragten, zu einer ziemlichen Verzerrung der Situation und das scheint mir zumindest bei weitem nicht so eindeutig zu sein, wie diese Polizeistatistik das darstellt. Also die Kriterien werden überarbeitet, die Kriterien für die Einordnung. Ich teile das, weil man hat ja auch manchmal einen Sachverhalt, der noch gar nicht richtig im gesamten Kontext ermittelt ist und muss aber schon sagen, wo ordne ich das in der Statistik ein? Das ist ja ein Anzeigeverhalten, was statistisch sich niederschlägt und nicht eine Statistik der Verurteilungen zum Beispiel von Verfahren und von dem Blick auf die Täter, den Täter und die Hintergründe. Deshalb, das finde ich gut, das hatte der Herr Reul auf der Innenministerkonferenz
ich glaube, bei der vorletzten angeregt, und ist da auch beschlossen worden, dass man die Kriterien hinterfragen muss. Und nicht im Zweifel sagt, ist alles rechtsextrem und dann natürlich zu 85% kommt, dass da auch ein großer Teil ist. Wir müssen ja nur mal so und sich da so durchgehen, was für Vorfälle es gegeben hat, wie man sie zuordnen kann, also strafrechtlich relevantes Verhalten. Dann ist das schon ein nicht geringer Anteil dabei, das ist ganz eindeutig. Aber es gibt, und das ist ja das, was uns genauso mindestens beschäftigen muss, was vielleicht auch noch eine ganz größere Wirkung hat, dann gibt es ja noch Verhalten, antisemitisches Verhalten, was nicht strafrechtlich relevant ist. Das ist das, was im Alltag, im Zusammenleben, in Äußerungen, in Verhaltensweisen, aber auch in Diskursen passiert, denn Antisemitismus per se ist nicht ein Straftatbestand. Das ist aus verschiedenen, auch ideologischen Quellen gespeiste Haltung gegenüber Jüdinnen und Juden, die von Feindschaft, von Hass geprägt ist, sich nicht nur gegen Personen, auch gegen Sachen, aber auch mit Israelbezug richtet. Das ist ja die Definition, die wir in Deutschland da haben, die ja auch in Deutschland nicht unumstritten ist und auch kritisiert wird. Aber all das bewegt sich ja in politischen Diskurs und schlägt sich nicht nieder in dem, was jetzt uns mit der Statistik 3000 erfasste Taten 2021 gesagt wird. Und das andere, das ist ja das, was die Köpfe vergiftet. Und deshalb ist das in meinen Augen insgesamt letztendlich wichtiger, sich damit zu befassen, wie ich auch möglichst früh, und da wäre es wunderbar, Frau Hartmann hätte uns da noch was sagen können, möglichst früh, auf welche Weise, wie junge Menschen erreiche, die mit abstrakten Zahlen ja nicht ein Bewusstsein entwickeln für das, was bei uns Gegenstand von Erinnern, mit der Verpflichtung für heute und für die Zukunft, für unser Verhalten, für unsere Einstellungen, aber auch für politische Weichenstellungen bedeutet. Und von daher kommt natürlich dieser antisemitismuskritischen Bildung und Pädagogik ganz, ganz große Bedeutung zu, so früh wie möglich anzusetzen. Und das zeigen ja auch, es haben Sie wahrscheinlich auch ja gelesen, Herr Kriegert, diese jüngste Studie von dem Sachverständigenrat Migration mit antisemitischen und antimuslimischen Haltungen, die da untersucht werden und wo differenziert wird mit Menschen mit und ohne Migrationsgeschichte und dann nochmal ausdifferenziert wird mit Blick auf EU und einige bestimmte Länder und weltweit. Und natürlich hat das eine gewisse Ungenauigkeit, aber da ist ja deutlich sichtbar, dass jemand, der aus einem anderen Kulturbereich kommt, hier auch nicht Schulbildung erfährt oder nur eine kurze Zeit, eine ganz andere Einstellung zu Jüdinnen und Juden und auch zum Antisemitismus hat, nämlich eher ihn auch vertritt, als jemand, der hier wirklich integriert, in die Schule geht, Abschluss macht, dann gibt es auch Antisemitismus, aber nicht in der Ausprägung, als wenn ich einen anderen Lebensweg habe. Also man muss da genau hinschauen und da liegen ja auch die Gefährdungspotenziale und damit muss man sich beschäftigen, denn, das sage ich auch aus meiner Arbeit, es ist eben schwierig, einmal junge Menschen zu erreichen, die aus eben einem ganz anderen Kulturkreis kommen, die eben dem Muslima oder Muslim sind, hier in Deutschland leben, mit, sag ich mal, unserer, jetzt als junge Menschen, mit der Geschichte, die ja fast jede Familie hat, zurückgehend, nämlich für die heutigen Nachkommen, nämlich irgendwo, entweder auf der Täter- oder auf der Opferseite, und die haben das nicht. Und da muss man sich auch überlegen, wie man damit umgeht, denn da kommt das, was wir am 9. November erleben, an unterschiedlicher Form des Erinnerns und des Gedenkens, kommt da ja gar nicht an, weil es ja auch von einer ganz anderen, auf einem ganz anderen Boden fällt und eine ganz andere Vorgeschichte dieser Menschen gibt. Und da gibt es ja einige, die das thematisieren. Und das halte ich für ganz entscheidend, wie man da Erinnern mit dem Auftrag für heute vermittelt. Vielen herzlichen Dank. Vielleicht darf ich gleich nochmal Frau Hartmann spielen und auf den letzten Punkt eingehen. Die Frage, wie man gerade in der Migrationsgesellschaft das zum Thema machen kann. Soweit ich die Konzepte, die sehr guten Konzepte von Bildungsinstitutionen wie auch dem Haus der Wahnsinnkonferenz kenne,
ziehen die genau darauf zu zeigen, dass dieser Satz und das haben die nicht, also diese Familiengeschichte, nicht ganz stimmt. Sondern dass es genau darum geht, Leuten aus Syrien, aus dem Irak, aus der Region Nordafrika zu verdeutlichen, dass es ein Weltkrieg war. Und dass dieser Begriff mal wieder ernster genommen werden muss und dass das auch in Bezug auf die Shoah, auf den Holocaust gilt. Das heißt, auch aus meiner Erfahrung mit Studierenden, aber auch in der außeruniversitären Bildungsarbeit, es ist ausgesprochen fruchtbar, wenn man Jugendlichen aus dieser Region vermittelt, dass sowohl Muslime als auch arabischstämmige Menschen, die ja nicht zwangsläufig Muslime sein müssen, auf beiden Seiten in der Auseinandersetzung des Nationalsozialismus massiv involviert waren. Millionen von Soldaten, die gegen Nazi-Deutschland gekämpft haben, waren Muslime. Allein in der Roten Armee mehrere Millionen, Hunderttausende tote Muslime. Sie kennen wahrscheinlich, das funktioniert immer sehr gut, das Bild, das sehr bekannte Bild von dem Rotarmisten, der die rote Fahne am Reichstag ist, das war ein Moslem. Ja, und allein das führt manchmal zu so einem Aha-Effekt. Ah, echt? Will ich mehr darüber wissen? Muslime in Albanien haben jüdische Familien versteckt. Die haben Juden und Jüdinnen ermöglicht zu überleben. In Nordafrika gibt es sogenannte Gerechte unter den Völkern, Muslime, die in Yad Vashem geehrt werden. Das ist die eine Seite der Geschichte. Und dann gehört aber auch zu dieser Geschichte, dass gar nicht so wenige Muslime oder auch nicht-muslimische Araber auf der Seite des Nationalen Jerusalem, das ist immer die zentrale Figur, aber weit darüber hinaus es eine massive, wichtige Kollaboration von islamischen, islamistischen, von arabisch-nationalistischen Kräften mit dem Nationalsozialismus gegeben hat. Noch einfacher ist es, wenn man über den Balkan redet. Also ich habe lange in Wien gelebt, da ist die maßgebliche Einwanderergruppe Leute aus Ex-Jugoslawien. Natürlich haben die alle Geschichten des Nationalsozialismus in ihren Familien auf beiden Seiten. Die einen kommen aus kroatischen Familien, die anderen aus serbischen. Damit ist das schon mal sehr eindeutig. Also ich glaube, da gibt es viele gute Möglichkeiten. Der Punkt, wo ich aber noch mal gerne nachhaken würde, wenn ich kurz noch mal darf. Sie haben die Dokumente erwähnt und haben gesagt, die Kritik kam viel zu spät. Ich glaube, ein Punkt, den man da aussehen muss, ist, dass die Kritik, die vom Zentralrat sehr früh formuliert wurde, völlig ignoriert wurde. Und das scheint mir auch einer der neuen Aspekte gewesen zu sein, dass über Monate hinweg Josef Schuster und andere sehr deutlich Konsequenzen gefordert haben und das in einer Art und Weise, die mir aus den letzten Jahren so nicht geläufig war, mehr oder weniger übergangen wurde. Und es gibt ein weiteres Thema, wo das leider seit relativ langer Zeit so ist, und das ist, zu meinem Leidwesen, der Iran und der iranische Antisemitismus. Und da haben Sie auf Angela Merkel verwiesen und haben gesagt, naja, aber das Gute ist, dass Angela Merkel gesagt hat, die Sicherheit Israel ist Teil der deutschen Staatsräson. Das stimmt, und das war natürlich neu, das war eine große Rede, die sie in der Knesset im israelischen Parlament gehalten hat, und das hat Maßstäbe gesetzt. Aber gleichzeitig wurde auch unter Angela Merkel über sehr lange Zeit genau die gleiche Iran-Politik betrieben, die bis zum heutigen Tag betrieben wird, nämlich eine, wo erstens die deutsche Wirtschaft den Antisemitismus dieses Regimes ermöglicht und wo zweitens selbst bei der Holocaust-Leugnung, auch unter der Regierung Merkel, keine roten Linien gezogen werden. Wenn ich das vielleicht kurz konkretisieren kann, damit klar ist, worüber wir reden. Das iranische Regime hat Konferenzen, also nicht irgendwelche Leute im Iran, sondern das iranische Regime, das Außenministerium, hat Konferenzen zur Leugnung des Holocaust veranstaltet. Da fahren dann die weltweiten Neonazis hin, der ehemalige Chef von Ku Klux Klan, Islamisten, deutsche und österreichische Neonazis. Die Konferenz wurde vom iranischen Außenminister eröffnet, Manoushehr Mottaki. Wenn Sie jetzt mit deutschen Politikern reden, werden die Ihnen immer sagen, alle Vertreter des Auswärtigen Amtes, bei Holocaust-Leugnung ist unsere rote Linie erreicht. Das stimmt aber nicht. Manoushehr Mottaki wurde nach dieser Eröffnungsrede bei der Holocaust-Leugner-Konferenz in Berlin und auch in Wien von seinen jeweiligen Amtskollegen, also vom deutschen und vom österreichischen Außenminister, mit rotem Teppich und Handshake empfangen. Und das ist das Problem. Also müsste man in einer Erinnerung, wenn man wirklich Lehren aus dem Nationalsozialismus ernst meint, eine viel konsequentere Politik gegenüber so einem Regime machen und nicht nur sagen, die Sicherheit Israels ist bei unserer Staatsräson, aber ansonsten machen wir das Gleiche weiter wie vorher, was diese Sicherheit eigentlich mit in Gefahr bringt. Ja, ich denke, dass
da. Und ich habe, mein Eindruck ist, dass das jetzt erst sich ändert, auch was das Auswärtige Amt angeht in Deutschland, sich etwas ändert. Ich denke, ja, da haben Sie recht. Im Iran, da sitzen die schlimmsten Feinde Israels, aber eben generell der Juden, nicht nur des Staates Israels. Und der Iran ist der Drahtzieher für viele Konflikte in der Region. Also Syrien ist ja ohne iranische Beteiligung gar nicht denkbar. Von daher ist Iran wirklich ein Staat, von dem massive Gefahr ausgeht und natürlich auch klar antisemitisch. Ahmadinejad, der hat es ja nun überhaupt gar keinen Hehl draus gemacht, wie er tickt, sag ich mal, in unfürchterlicher Form. Ja, und da ist es richtig, es hat jetzt nicht nur was mit Wirtschaftspolitik zu tun, sondern auch gerade mit klar sich hinstellen und Grenzen ziehen. Das halte ich absolut für richtig, weil sonst auch Politik in sich Widersprüche aufweist oder Brüche aufweist und dann natürlich nicht, sagen wir, als ein Ganzes wahrgenommen wird, was die Haltung zum Antisemitismus angeht. Das denke ich, da haben Sie recht, ja, ganz klar. Das freut mich sehr zu hören und ich hoffe, dass die deutsche Politik das dann demnächst auch so sieht. Vielleicht nochmal auf einen anderen Punkt zurück. Sie hatten im Vorgespräch ein sehr aktuelles Beispiel genannt, an dem vielleicht nochmal deutlich wird, was das Problem ist. Ich meine die Veranstaltung morgen im Goethe-Institut in Tel Aviv. Wollen Sie das vielleicht nochmal in die Diskussion bringen? Ja, ich würde gerne ein paar Takte zu dem hier Gesagten sagen. Frau Sabine Leuthauser-Schnarrenberg erinnert an die Staatsräson-Rede von Frau Merkel. Es gab auch eine andere wichtige Rede von Präsident Richard von Weizsäcker, 85, als ja. Er sagte, Deutschland ist ja befreit worden. Ja. Es gab viele, ich hatte es auch eingangs gesagt, es gab viele Anstrengungen. Die Geschichte Deutschlands in eine bestimmte Bahn zu lenken, in eine gute, in eine bessere Bahn. Man hat vieles Gutes getan, man hat vieles besser getan und das Bessere ist manchmal der Feind des Guten. Zu Iran. Das, was Frau Sabine Leuthauser-Schnarrenberger sagt, was man heute weiß über die Feindseligkeit des Iran gegenüber Israel. Das wusste man auch 2019, als das Auswärtige Amt die Islamisten in Teheran, im Iran, beglückwünschte zum 40. Jahrestag der iranischen Revolution. Und sogar der Bundespräsident da mitmachte und sein Staatssekretär ihn dann lautstark verteidigte. Also solche Sachen, und ich komme jetzt zurück auf das, was ich eingangs schon sagte, vergrößern den Widerspruch. Sie, Frau Sabine Leuthauser-Steinberger, verlangten Klarheit in Ihrer sehr überzeugenden Darlegung. Und in der Tat, diese Klarheit ist sehr nötig. Warum haben wir sie nicht? Weil wir einerseits sagen, wir sind gegen den Antisemitismus und gegen Holocaustleugnung, andererseits aber die Islamisten in Teheran beglückwünschen zu dem 40. Revolutionstag. Das ist die Unklarheit. Und das ist, was den Kampf gegen den Antisemitismus so sehr untergräbt. Ja, das untergräbt den Kampf, und das untergräbt auch das Sicherheitsgefühl der Juden, die hier in Deutschland leben. Weil sie fragen sich, ja, wieso ist das so? Und wieso wird das verteidigt? Und wieso muss Herr Schuster monatelang gegen irgendetwas ankämpfen, das offensichtlich falsch ist und antisemitisch? Offensichtlich antisemitisch. Und trotzdem wird es gezeigt, auf der Dokumente. Warum war die Politik taub? Warum? Und blind. Blind und taub. Taub und blind. Warum? Diese Frage hängt mit dem großen Widerspruch zusammen, der da in Deutschland in unserer Erinnerungskultur herrscht. Und hier Klarheit zu schaffen, Widerspruchslosigkeit,
ja, Logik hineinzubringen, das ist wahrscheinlich erst einmal eine sehr große und wichtige Aufgabe. Dann, wenn wir das haben, dann können wir entspannt, endlich entspannt über diese Themen reden. Was in Deutschland fehlt, ist eine entspannte, wahrhaftige Diskussion zu diesem Thema. Es wird viel gelogen und die ganze Diskussion sehr verlogen, auch wenn sie verkürzt wird auf den Rechtsextremismus, wobei ich Ihnen recht gebe, der Rechtsextremismus ist in der Tat ein großes Problem, immer noch, aber ich teile Herrn Professor Grigards Skepsis und Kritik, was die Statistiken anbetrifft. Churchill sagte mal, glaube ich, ich glaube nur an die Statistik, die ich selber gefälscht habe. Und das mit dem, die Art und Weise, wie diese Statistiken manipuliert werden von den Verantwortlichen in den Polizeistationen. Ich würde sagen, manipulieren nicht. Die machen das. Vielleicht das Wort zu. Nein, ich denke, manipulieren tun die, wird das nicht. Aber es wird Sachverhalt nicht so bewertet, wie er vielleicht wirklich ist. Und dadurch entsteht dann am Ende ein falscher. Richtig, es wird alles leicht gemacht, weil, Polizisten sind ja auch Beamte. Ja? Und Beamte wollen sich das eben leicht machen. Sie wissen, was wir tun. Und deshalb. Aber das würde ich auch so pauschal sagen. Nein, weil ich wirklich sehr ganz unglaublich auch das heute erlebe. Und gerade auch doch, so ich jetzt schon sehe, wie mit einer anderen Intensität, mit auch einem anderen Blick Anzeigen, Hinweisen nachgegangen wird. Da hat sich schon etwas verändert. Früher war so die Einstellung so nach dem Motto, da kann man die Uhr nachstellen, wann ein Verfahren eingestellt war. Ich habe mit dem Marian Hoffmann, das ist ja ein langjähriger jüdischer Stadtrat in München, jetzt nicht mehr aktiv, aber bei jeder Demo überall da und spricht genauso klar wie Sie. Und der hat, glaube ich, mal in einem bestimmten Zeitraum 10 Anzeigen wegen Volksverhetzung erstattet und 9 sind sofort eingestellt worden. Bei einer kam nachher Beleidigung raus. Aber als gegen ihn eine Anzeige wegen angeblicher Körperverletzung, weil er eine Auseinandersetzung eben mit Nazis, wie er sie nannte, jemanden beiseite geschoben hat, da hat es 9 Monate gedauert, bis das Verfahren eingestellt wurde. Also da ist auch, das dauert alles zu lange. Gebe ich Ihnen vollkommen recht. Aber da haben wir jetzt doch auch durch geänderte Strukturen, auch in der Justiz, mit dem gerade bei den Staatsanwaltschaften jetzt Antisemitismusbeauftragte sind, die also dann mit ihrer Erfahrung, mit dieser Einordnung in einen Gesamtkontext, der nämlich dann dazu führt, dass ein Steinwurf von der Synagoge anders zu bewerten ist, als vielleicht ein Steinwurf irgendwo auf eine Mauer, die nichts mit irgendeiner religiösen Einrichtung zu tun hat. So, und das muss man ja einordnen, damit man sagen kann, das ist jetzt antisemitisch motiviert oder nicht. Und da ändert sich jetzt gerade etwas. Ich sage nicht, dass das jetzt alles toppitoppi und alles super ist, aber ich möchte nicht, dass so ein pauschaler Eindruck stehen bleibt und die kümmern sich ja nicht. Also ist es schon, finde ich, jetzt eine deutliche Verbesserung, auch die strukturelle Veränderung. Und das ist wirklich mein Ziel. Ich möchte gern, indem sich Strukturen ändern bei der Justiz, indem sich Strukturen verbessern bei der Polizei, indem Strukturen sich verbessern, auch bei der Ausbildung zu vielen Berufen, die am Ende dann mit Antisemitismus zu tun haben, dass das dann auch dauerhafter ist und nicht davon abhängt, dass Menschen sehr engagiert sind, persönlich und in der Richtung agieren, sondern dass wir Strukturen haben, dass es eben sehr viel besser trägt und dass wir wieder dahin kommen, dass ein Zentralrat der Juden, wenn er etwas sagt, als wirklich die wichtige Stimme wahrgenommen wird. In Bezug auf den iranischen Antisemitismus, was ja kein Thema ist, was irgendwie da unten im Nahen und Mittleren Osten akut ist, sondern was hier in Deutschland aktiv ist, muss ich sogar ganz gegen meine Gewohnheiten eine Lanze für die Sicherheitsbehörden brechen. Was die Einschätzung der Aktivitäten des iranischen Regimes hier in Deutschland angeht, haben die diversen Verfassungsschutzbehörden und die anderen Staatsschutzbehörden
eine sehr deutliche Sprache mittlerweile. Ja. Also wenn man zum Beispiel das Islamische Zentrum in Hamburg nimmt, das ist nicht einfach eine Moschee, das ist eine Außenstelle des iranischen Regimes. Da sehen Sie, wenn Sie reingehen, nicht einfach ein islamisches Glaubensbekenntnis, sondern die Bilder von Ali Khamenei und Ayatollah Khomeini. Und natürlich sagt der Hamburger Verfassungsschutz seit Jahren genau das. Das ist eine Außenstelle des iranischen Regimes, das die Ideologie des iranischen Regimes vertritt. Und das heißt Holocaustleugnung, Vernichtungsdrohung gegen Israel, systematische Diskriminierung von Juden. Was die Beschaffungen für das Atomwaffenprogramm, wodurch dieser Antisemitismus ja so extrem brandgefährlich wird, angeht, hier in Deutschland, muss man nur die Verfassungsschutzberichte lesen. Da steht jedes Jahr drin, dass der Iran weiterhin, auch nach dem Atomabkommen von 2015, in Deutschland illegale Beschaffungsaktivitäten für sein illegales Nuklearwaffenprogramm betreibt. Das Problem ist, genau, die Diskrepanz ist zwischen diesen Einschätzungen der deutschen, in dem Fall löblichen Sicherheitsbehörden und der deutschen Politik. Also, nachdem ich ja nicht nur moderiere, sondern auch mitdiskutieren soll, um es zugespitzt zu formulieren, und dann würde ich gleich in die letzte Runde hier oben einleiten und dann gerne auch Ihnen die Gelegenheit geben, noch Nachfragen zu stellen. Ich würde sagen, wenn man eine Auseinandersetzung mit dem nationalsozialistischen Antisemitismus ernst nimmt und heute Konsequenzen daraus ziehen will, wäre eine zentrale Forderung, dass es wirklich eine 180-Grad-Wende in der deutschen Iran-Politik braucht. Was Sie so ein bisschen angedeutet haben, da passiert gerade ein bisschen was, aber es braucht tatsächlich vermutlich mehr, es braucht eine Zeitenwende, um das bekannte Wort mittlerweile aufzugreifen, aber eben nicht nur in der Russland-Politik, sondern mindestens genauso dringend in der Iran-Politik. Und wir sehen ja auch, was das durchaus miteinander zu tun hat, weil Russland mittlerweile mit iranischen Drohnen Massaker in der Ukraine verübt. Also nochmal, eine 180-Grad-Wende in der deutschen Iran-Politik wäre für mich eine zentrale Konsequenz aus einer ernsthaften Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus. Ich kann das nur beklatschen und kann das voll und ganz unterschreiben. Nur wir haben hier wieder den Widerspruch, wir wissen es, aber wir tun das, wir tun was ganz anderes. Und weil Sie das Thema angesprochen haben, will ich auch sagen, diese Klarheit fehlt auch beim Goethe-Institut in Tel Aviv. In Israel ist eine Veranstaltung jetzt organisiert worden. Ich weiß nicht, wie ich darauf reagieren soll überhaupt. Das ist also zum Verzweifeln. Da wird im Interesse des Gedenkens Holocaust und Nakba nebeneinander gestellt. Holocaust und Nakba. Ich meine, sicher, für die Palästinenser ist die Entstehung des Staates Israel immer ein Problem gewesen. Klar. Aber Nakba mit Holocaust zu vergleichen und gleichzusetzen, praktisch im Titel einer Veranstaltung des Goethe-Instituts in Israel, am 9. November, ich glaube, ich werde verrückt. Ich glaube, das ist heller Wahnsinn. Was ist das? Das ist ein Verbrechen. Ich meine, sicher, wir sollten entspannt da an die Sache gehen. Aber ich weiß, wenn wir wirklich, und das ist mein Appell, wenn wir wirklich hier den Antisemitismus bekämpfen wollen, und das nicht für die Juden, sondern für alle, für Juden und Nicht-Juden gleich, wenn wir das wollen, wenn wir wirklich ein modernes Deutschland haben wollen, ein freiheitliches, ein Deutschland, das eine Zukunft hat, eine gute, solide Zukunft, in Freiheit und Wohlstand, dann müssen wir den Antisemitismus bekämpfen. Und wenn wir das wollen, dann müssen wir die Demokratie stärken. Und wir stärken nicht die Demokratie, indem wir nur verknöcherte Rituale weiterführen, sondern wenn wir wahrhafte, freie Diskussionen führen. Freie Diskussion. Wir sollten die Meinungsfreiheit stärken, nicht einschränken. Auch wenn es noch so problematisch erscheint. Manchmal in der Tat ist es sehr, sehr problematisch. Trotzdem, es gibt keine Demokratie ohne Meinungsfreiheit. Und wenn wir schon auf diesem Weg marschieren, gebe ich zu bedenken. Ich gebe es zu bedenken. Ich habe
lange Zeit darüber nachgedacht. Ich gebe zu bedenken, zerstören wir die Demokratie. Wenn wir die Demokratie zerstören, zerstören wir unsere Freiheit und unseren Wohlstand. Und damit zusammen auch den Kampf gegen den Antisemitismus. Und dann erst kann er wieder wirklich hier Fuß fassen in diesem Land. Aber man muss sehr wohl auch sehen, wo sitzen die Feinde einer liberalen Demokratie. Das stimmt doch. Und die sitzen in weiten Teilen unserer Gesellschaft. Das ist nicht eine Mehrheit. Ich denke, wir haben in Deutschland noch eine ziemlich stabile Demokratie, aber sie ist gefährdet. Und ich meine auch, um nur mal auf so Umfragen zu schauen, die Momenteindrücke vermitteln. Und das spielt natürlich schon eine Rolle, und ich bin ein großer Anhänger von Artikel 5 Grundgesetz Meinungsfreiheit, keine staatliche Zensur. Im Iran und von den Staaten überreden, die kennen gar nichts anderes als ausschließlich staatliche Zensur in Russland. Also können das Wort da auch im Iran gar nicht buchstabieren, was Meinungsfreiheit wirklich bedeutet. Dennoch sehe ich auch Grenzen der Meinungsfreiheit. Die sind jetzt nicht den allgemeinen Diskurs um Antisemitismus, um islamistische und andere Formen, aber wenn ich sehe, in welcher Art und Weise wir eine Radikalisierung der Auseinandersetzung haben, die natürlich auch durch die Digitalisierung nochmal zusätzlich befördert und betrieben worden ist und eine besondere Dynamik bekommen hat, dann sehe ich darin sehr wohl auch eine Gefahr für unsere Demokratie, wenn man nicht Hass und Hetze, die dann zu Volksverhetzung und entsprechenden Äußerungen führt, nicht auch im Netz begegnet. Und das ist schwierig, das geht nicht so einfach, aber ich denke, es muss erfolgen. Wir werden jetzt erleben, wenn Elon Musk eine Twitter zu seinem Organ macht, da kennt er überhaupt keine Grenzen, da geht es mal ganz subjektiv, dann wird das, was man langsam angefangen hat, an Verantwortung von Plattformbetreibern und Grenzen aufzuzeigen, europäisch, mit europäischen Regelungen, dann wird das nochmal ganz neu in Frage gestellt, es kriegt nochmal eine andere Qualität. Also sehr wohl auch ein Diskurs, sehr wohl Auseinandersetzung über die verschiedenen Formen, über eine widerspruchsfreie Politik gegen Antisemitismus, mit dann auch der notwendigen sachlichen Kritik, die man an Politik äußert, aber auch eine Grenzziehung, und die sehe ich auch da, wo wir wirklich dann die Grenzen der freien Meinungsäußerung überschreiten in Deutschland. Und das muss, sag ich mal, auch gelebt werden, dass man diese Grenzen dann auch sichtbar macht, weil ich sage nicht, dass damit dann durch eine abschreckende Wirkung Menschen anders denken, aber die Feinde der Demokratie, die mit diesen ganzen Mitteln nichts anderes im Sinn haben, als unser System zu zerstören am Ende, denen möchte ich kampflos das Feld jedenfalls nicht überlassen. Und dazu gehört dann auch eine Grenzziehung, zum Beispiel durch Transmission. Vielen herzlichen Dank. Ich denke auch, wir sind in der schwierigen Situation, dass mitunter der Angriff auf die Demokratie unter der Behauptung einer Einschränkung der Meinungsfreiheit. Klar, ja, das ich meine, während der Querdenker-Zeit war das Argument, genau. Und das MLM erleben wir jetzt bei vielen Demonstrationen. Um vielleicht noch mal unmittelbar auf den morgigen Gedenktag zurückzukommen. Es wird ja auch hier, soweit ich weiß, ich bin erst seit kurzer Zeit in Aachen, eine Mahnwache geben, 17.30 Uhr, wenn ich das so richtig im Kopf habe, hier am Synagogenplatz. Und da würde ich abschließend hier am Podium gern noch fragen, vor dem Hintergrund dessen, was wir jetzt gehört haben, diskutiert haben, wären solche Gedenkkundgebungen und solche Mahnwachen nicht auch genau der richtige Ort, um so eine Kritik am aktuellen Antisemitismus in seiner globalen Erscheinung ganz klar zu formulieren? Und, um es noch zugespitzter zu sagen, wären solche Mahnwachen nicht auch Orte, wo man sich ganz bewusst mit israelischen Fahnen hinstellen sollte? Ich frage das vor dem Hintergrund, dass in Wien, wo ich die letzten Jahrzehnte hauptsächlich gelebt habe, dass mittlerweile zumindest bei den Gedenkveranstaltungen der jüdischen Gemeinde und einiger kleinerer antifaschistischer Organisationen gang und gäbe es, wohingegen bei den traditionellen Gedenkveranstaltungen, die so von der linken Zivilgesellschaft und auch staatlichen Institutionen organisiert werden, das nach wie vor nicht der Fall ist und sogar scharf kritisiert wird, das sei eine Instrumentalisierung des Gedenkens. Das würde mich abschließend gern noch interessieren, was Sie über so einen Gedanken denken, ob man nicht bei der Erinnerung
beim Gedenken an die Ermordeten im Holocaust eine deutliche Solidarisierung mit dem jüdischen Staat Israel auch ganz explizit machen sollte. Das Selbstverständnis, wenn ich hier darauf kurz antworten darf, das Selbstverständnis des jüdischen Staates ist ja auch ein Grund zu sein. Natürlich war Israel von Anfang an eine Heimat der Überlebenden. Natürlich sollte man diese beiden Seiten des Problems nicht auseinanderreißen. Und natürlich wäre es das Natürlichste der Welt, die Fahne des einzigen demokratischen Staates im Nahen Osten hissen zu dürfen oder zeigen zu dürfen an solchen Veranstaltungen, wo man ja, wie ich da auch früher gesagt habe, auch den lebenden Juden gedenken soll, nicht nur der 6 Millionen Toten. Ich halte Mahnwachen nach wie vor auch in der heutigen Zeit für eine Form des Gedenkens. Ich glaube, allein schon auch die Begegnung und das, was sich aus so einer Begegnung heraus ergibt, die einen ja vereint in dem, weshalb man dort hingeht und gedenkt, die ist auch ein Wert. Dass da auch natürlich klare politische Reden gehalten werden, ja, ist richtig, auch klar Positionen bezogen werden, ja, aber ich denke, man sollte das jetzt nicht mit so einem Anspruch vertreten, dass das, was vielleicht nur in diesem Moment mal der Erinnerung dient, nun damit herabgewürdigt wird, weil ich glaube, auch für manche ist das auch etwas, was vielleicht, nochmal nicht Sicherheit gibt, aber doch einfach nochmal diese Besinnung auf sich und auf das, was dort war, verbindet. Und ich denke, das hat auch schon einen Wert. Aber natürlich ist das ja auch ein Tag, wo gerade auch die Politik sagt, wir erinnern uns an dieses fürchterliche Menschheitsverbrechen. Und damit ist das auch politisch einzuordnen. Deshalb halte ich es auch für richtig, wenn man da klar Position bezieht und den Antisemitismus ohne Widersprüche ganz klar entgegentritt. Und ja, ich meine, die israelische Fahne und der Verletzung ist jetzt ja sogar ein Straftatbestand geworden. Also man hat da sehr wohl Konsequenzen aus der Vergangenheit, aus vielen Vorfällen gezogen. Und von daher denke ich, ist das wirklich etwas, was natürlich dann auch mit dazugehören kann. Und ich würde es wirklich denen überlassen, die sagen, wie sie jetzt da gedenken wollen. Aber natürlich auch klar, israelische Fahne. Vielen herzlichen Dank. Mit Blick auf die Uhr eine schnelle, kurze, knappe Publikumsrunde. Das heißt, wir haben Zeit für 1 bis 3 Nachfragen. Und ich betone Nachfragen. Ich werde jegliches Corona-Verrat umgehen unterbinden. Haben wir ein Mikrofon, was wir in den Saal geben können, oder soll das das werden? Ja. Soll ich hier vorne einmal, dann da und die Kollegin dort. Nun ganz, bitte wirklich sich kurz zu fassen, dann versuchen wir hier den Abschluss zu machen. Nun ganz kurz, Juden muss man auch verstehen können. Und ich muss sagen, die Mayerische Buchhandlung hat es gerade vorige Woche ein Buch über den jüdischen Friedhof an der Lüttelstraße herausgegeben. Und wenn man ein bisschen sich dafür interessiert, sieht man auch das Leben der Juden. Also der Jude ist nicht nur heute, sondern der war schon auch in der alten Vergangenheit. Und das bezieht sich auf die letzten 200 Jahre. Das ist wichtig. Vielen herzlichen Dank. Das gibt mir auch gleich noch die Möglichkeit, auf den Büchertisch hinzuweisen, nachdem Sie schon Bücher erwähnen. Alle Fragen, die wir heute hier nicht mehr beantworten können. Es gibt zahlreiche Publikationen, sowohl vom Deutschen Gewerkschaftsbund als auch von unserem Zentrum für Antisemitismus und Rassismusstudien und hauptsächlich von mir, wenn ich das richtig sehe, wo Sie also die ein oder andere Anregung sich auch noch holen können. Hier war noch eine Wortmeldung und die Dame in der Mitte. Sie hatten gefragt, warum. Verstehen Sie das denn? Nein, ja, bitte zum Mikro. Sie hatten eben erwähnt, dass in Österreich geht man bei den Demos mit israelischer Fahne. Aber wir kommen wieder zurück zu unserer ehemaligen Justizministerin und die deutsche Gesetze. Man kann nicht diese Doppelmoral. Man kann nicht gleichzeitig in Berlin eine Nachbardemo haben, wo Fahnen
verbrannt werden und dann eine Demo mit israelischer Fahne. Das geht nicht. Sie können nicht beides haben. Irgendwann muss man sich entscheiden. Und das rascht nicht, wenn Angela Merkel sagt, das ist unser. Wir schützen Israel und dann in der UNO stimmt man gegen und macht, was man will. Solange das in Deutschland besteht, wird das immer so weitergehen. Vielen Dank. Nehmen wir Sie gleich dazu und Sie dann auch gleich noch. Mein Name ist Walter Felsch. Ich bin eine der Mitorganisatorinnen der Gedenkveranstaltung auf dem Synagogenplatz morgen hier. Und deswegen wollte ich kurz einfach nur erzählen, seit Jahren, also ich bin seit vielen Jahren dabei, denken wir auch immer mit daran, zu versuchen, die Situation der jüdischen Menschen hier heute mit einzubeziehen. Also ganz konkret haben wir auch in diesem Jahr mehrfach auch an den Vorstand der Gemeinde geschrieben und gefragt, ob vielleicht Interesse besteht von jüdischen Menschen, auch uns mitzuteilen, was sie von uns wünschen. Also wie wir was konkret tun können, um Antisemitismus-Erfahrungen auch hier in den Blick zu nehmen, auch hier in Aachen und dagegen zu wirken. Und deswegen möchte ich jetzt gerne möglichst auch die Gelegenheit nutzen, vielleicht auf die Weise diesen Kontakt zu knüpfen. Und wir möchten wirklich sehr, sehr gerne die heute lebenden Juden in den Blick nehmen. Aber manchmal wissen wir nicht, wie das am besten funktioniert. Also ganz konkret, jetzt morgen Abend haben wir vier Schülerinnen dabei, drei Schülerinnen, ein Schüler, die also auch wirklich versuchen, und das auch also in der Vorbereitung haben wir sehr intensiv mit denen gesprochen, die genau diesen Wunsch auch haben. Die sagen, wir möchten lernen daraus. Das werden die auch morgen so formulieren, aber mein Anliegen wäre jetzt konkret, ob es vielleicht auch möglich ist, hier im Kontakt mit der jüdischen Gemeinde für die nächsten Jahre da enger zusammenzuarbeiten. Dann hätte ich mich allein da für die Veranstaltung genommen. Ja. Genau, meine Frage richtet sich vor allem an Sie, Professor Triegert, aber auch an die anderen auf dem Podium. Und zwar ging es ja um die Diskrepanz zwischen dem, was die Bundesregierung verlautbart und dem, wie sie tatsächlich handelt. Und mich würde interessieren, wie erklären Sie sich denn diese Diskrepanz? Große Frage. Wenn jemand von Ihnen, ich tue ja mal schnell, diese Frage zu beantworten. Ja, ich kann sie auch nicht ein bisschen zufriedenstellend beantworten. Ich denke nur, um es ganz allgemein zu sagen, da findet wie in der Diplomatie wahrscheinlich Abwägungen statt, die wir hier nicht für richtig halten, aber die da eben vorgenommen werden zwischen Interessen, zwischen Kontakten, zwischen Beziehungen, zwischen vielleicht auch noch anderen Zielen und dann bekommt manches nicht vielleicht das Gewicht, was ihm zukommt. Also vielleicht kann ich das nur so allgemein sagen. Ich möchte aber nochmal, gerade weil Sie auch gerade davon sprachen, in der UNO wird von deutscher Seite abgelehnt, das hat sich auch geändert. Inzwischen hat es auch mehrere Beschlüsse des Bundestages, auch in der letzten, wie gesagt, Legislaturperiode gegeben, dass das eben gerade nicht mehr stattfindet, dass damit das auch eine konsistentere Politik der Bundesregierung wird. Also es ging ja um Resolutionen, wo auch Israel verurteilt wird. Dass es da keine Enthaltungen mehr gibt, wie es früher eben ja auch immer wieder gegeben hat. Und vielleicht noch zu Ihrer Frage mit der Demonstration, da sind wir wieder bei der Meinungsfreiheit. Demonstrieren kann man in Deutschland auch und sich hinstellen und sagen, ich bin Antisemit, das kann ich nicht verbieten. So, aber ich kann verbieten, dass die Israel-Fahne auf solchen Demos verbrannt wird. Das kann ich, weil das ist ein Straftatbestand, der ist jetzt geschaffen worden und da kann man vorgehen. Und wenn man davon ausgeht, dass das auf einer Demo ist, das müssen die Sicherheitsbehörden dann in ihrer Einschätzung sagen, dann habe ich ein Vehikel, auch da was zu machen. Aber ich habe nicht generell in Deutschland die Möglichkeit, Demos, die nun eher, ich sag mal, Israel ablehnen gegenüberstehen von dem, was sie dort tönen und das nicht so machen, dass es eine Volksverhetzung ist,
kann ich nicht verbieten. Von daher werden wir das eben bis in einem gewissen Grad aushalten müssen. Aber deshalb brauchen wir umso mehr, die eben dagegen halten, die anderen, die demonstrieren. Und zwar nicht Jüdinnen und Juden, sondern das ist ja unsere Aufgabe. Das ist doch das Problem des Antisemitismus, ist doch unser aller Problem. Nur die Betroffenen, das sind halt verstärkt Jüdinnen und Juden, aber auch nicht nur. Und deshalb brauchen wir möglichst viel und auch viel, was morgen jetzt hier passieren wird, brauchen wir möglichst viel andere Stimmen und viele Menschen, die da sind. Was ich mir auch gewünscht hätte, im Mai letzten Jahres, nach, ich habe es erwähnt, wieder im Ausbrechen des Nahostkonfliktes, um es mal so ganz allgemein zu sagen, bei den Demonstrationen, da waren eben bei den ersten Demonstrationen hier in Deutschland gegen die, die die Hamas unterstützt haben, waren eben leider eher die meisten die, die in jüdischen Gemeinden waren oder immer sowieso aktiv sind, in der christlich-jüdischen Gesellschaft, deutsch-israelischen Gesellschaft und ähnliches. Und da brauchen wir natürlich mehr. Da muss man eben dann einen Aufstand machen und da müssen dann eben mehr hinkommen und das zu verbreiten und dafür auch zu werben und da so ein Bewusstsein zu schaffen. Das, glaube ich, ist wirklich aller Mühen und jede Gelegenheit wert. Zwei Sachen oder drei. Erstens zum Thema Widerspruch zwischen Anspruch und praktische Politik. Die Länder haben meistens ihre Interessen, die nicht immer übereinstimmen mit der Moral. Deutschland hat sich lange Zeit erst einmal als Exportland, versteht sich noch so, verstanden. Und man wollte Freund sein mit allen. Ja, das ist es. Und das ist auch lukrativ. Das bringt Geld ein. Ja. Und dafür macht man vieles Verschiedenes, was man nicht tun sollte, vom ethischen Standpunkt her gesehen. Zweitens, das ist ein Scheitern der Erinnerungskultur. Wenn eine solche wirklich gelungen wäre bei den verantwortlichen Politikern, würden sie zweimal darüber nachdenken, ob sie mit dem Iran stimmen, von dem sie wissen, dass er die Vernichtung Israels betreibt, Atomwaffen will und antisemitisch agiert und den Holocaust läuft. Ja, das sind diese Fehlleistungen kommen da zusammen. Ja, und drittens, man hat sich zurückgezogen. Ja, nie wieder Krieg, da kann man sich bequem zurückziehen und sagen, wir sind auf der guten Seite der Geschichte, auf der sonnigen Seite der Geschichte. Da müssen wir überhaupt nichts mehr machen. Wir können gerne viel Geld schaffen und müssen nicht mehr. Nie wieder Krieg, das war. Weil Israel entstanden ist zum Beispiel daraus, dass es kämpfen musste. Es musste kämpfen, es wollte nicht kämpfen, aber es ist überfallen worden, es musste kämpfen. Es gibt einfach einen Verteidigungskrieg. Da kann man nicht sagen, nie wieder Verteidigungskrieg, oder? Und genau das sehen wir heute in der Ukraine. Das war ein Problem des deutschen Selbstverständnisses nach 1945. Nie wieder Krieg, es hat nicht funktioniert. Man hat sich darauf zurückgezogen und es sich bequem eingerichtet. Und dann hat man gesagt, ja, in der Tat, wir haben was Schreckliches getan, wir müssen gedenken und wir müssen also eine Erinnerungskultur haben. Wir wollen sie auch pflegen. Und man ist auch in der Tat, man hat sie gepflegt, man ist in der Tat Weltmeister geworden. Und es ist nicht kleinzureden, die Leistung Deutschlands in dieser Hinsicht. Es ist eine großartige Leistung gewesen, wirklich. Aber es gibt eben diese Fehlleistungen im Parcours. Ja? Man hat einfach die Biegung verpasst, ja? Und ist reingefahren. Aber Joschka Fischer hat die Biegung damals schon genommen, als Außenminister, als wir den auf dem Balkankrieg hatten. Da hat er sich gerade nicht rausgenommen. So ist es. Und jetzt Ukraine, da tun sich manche schwer, aber ich würde mal sagen, im Großen und Ganzen ist eigentlich doch ganz klar, ich kann das nur ohne Wenn und Aber sagen, die verteidigen dort etwas, was wir hier leben. Und deshalb wird man, muss man die Ukraine unterstützen, solange, bis wir ein Ergebnis haben, das nicht das Ende der Ukraine ist, sondern die Sicherheit der Ukraine. Das kann ich nur voll und ganz unterschreiben. Damit kommen wir auch langsam zum Ende. Ich würde
auch noch zwei Sätze, weil Sie die Frage direkt an mich gerichtet haben, sagen. Also warum das letzten Endes so ist, müsste man, glaube ich, eine eigene Vorlesung drüber halten, weil es nicht den einen Grund dafür gibt, sondern das ist ein ganzer Fächer von ökonomischen, politischen und so weiter und so fort Gründen sind. Nachdem wir schon am Ende sind, will ich es halbwegs positiv formulieren. In fast allen deutschen Parteien, über das ganze Spektrum hinweg, gibt es Leute, die mit dieser bisherigen Nahost- und vor allem Iran-Politik in Deutschland nicht einverstanden sind. In einigen sind die mittlerweile sehr stark. In der FDP gibt es mittlerweile einen Generalsekretär, der in aller Offenheit sagt, unsere bisherige Iran-Politik war falsch und genau das Gleiche sagt wie ich, nämlich es braucht eine 180-Grad-Wende in dieser Politik. Diese Menschen gibt es teilweise weniger prominent, aber auch in fast allen anderen Parteien. Gerade in den Jugendorganisationen auch der linken Parteien, ja, die sich leider besonders stark für das Appeasement mit dem Iran absurderweise in den letzten Jahren eingesetzt haben. Aber auch da gibt es Kritik. Und einer der durchaus praktischen Anliegen von mir wäre, dass diese Kritik innerhalb dieser Parteien stärker wird und vielleicht wirklich zu so einem Umdenken und einer Zeitenwende führt. Das bringt mich zu meinem letzten Punkt. Ich hoffe nicht nur, sehr viele von Ihnen morgen auch bei dieser Mahnwache hier zu sehen, sondern es finden auch in Aachen weiterhin Solidaritätsdemonstrationen mit den unglaublich mutigen Menschen im Iran statt. Dort ist das Thema Antisemitismus des iranischen Regimes nicht das Vorrangige, weil es da in erster Linie um andere Aspekte der Unterdrückung geht. Trotzdem denke ich, in unserem Zusammenhang kann man das ganz deutlich so sagen, die Unterstützung der iranischen Proteste und Aufstandsbewegung ist heute eine der sinnvollsten Formen von Antisemitismuskritik, die man sich überhaupt nur vorstellen kann. Und das dann auch nicht. Ja, und die Menschen im Iran wollen einen Wechsel. Das ist es. Die wollen nicht ein bisschen Reformen, weil sie die nie mit dem System kriegen. Die wollen ein anderes System und wieder in Freiheit leben. Vielen herzlichen Dank. Danke an die jüdische Gemeinde insbesondere. Danke ganz besonders an unser Podium. Ich übergebe sehr gerne nochmal das Wort an den Herrn Gerhard. Erstmal ein Applaus und herzlichen Dank für unser Podium.